Servus, liebe Shisha-Freunde, da bin ich wieder. Ist jetzt einige Stunden später. Ich bin gerade dabei gewesen, mein Review zu überarbeiten und zu schneiden, was ich über den Minzetabak gemacht habe, was ich ja ein bisschen verhauen habe, weil ich improvisieren musste, weil ich nichts Richtiges zum Löcher machen hatte und auch ein Stäbchen verbummelt habe. Deswegen dachte ich mir, mache ich jetzt einfach zur Feier des Tages, wie ich angesprochen habe, noch ein zweites Review, und zwar über den Apfeltabak von Sultan Doppelapfel. Ja, dann mache ich den Tabak mal auf. Hoffe, das Review wird jetzt ein bisschen besser werden als das davor, aber ich gehe mal stark davon aus, weil, einen Moment, ich meinen Schaschlikspieß wiedergefunden habe, um Löcher zu machen. Mein Stäbchen fehlt zwar immer noch, aber diesmal kann ich gute Löcher machen und sollte jetzt sozusagen wieder ein guter Kopf werden. Also zur Körnung des Apfeltabaks ganz normal, halt Al-Sultan-like brauner Tabak und, wie man unten sehen kann, sehr sehr viel Molasse und wieder sehr zusammengepresster Tabak. Riecht sehr frisch nach Apfel, so wie man es eigentlich von vielen Apfeltabaksorten kennt, von Al-Waha oder Al-Fahra zum Beispiel. Der beste Doppelapfel, den ich bis jetzt geraucht habe, war von Al-Fahra. Kenne mich mit dem auch nicht so wirklich aus. Ich habe den von Al-Sultan zwar schon mal geraucht irgendwann mal, aber habe jetzt nicht mehr so in Erinnerung, wie er wirklich damals geschmeckt hat. Ich weiß einfach nur, dass bisher, wie gesagt, der Al-Fahra der beste gewesen ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der so schmecken wird. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal den Kopf. Und bis gleich, ne? So, da bin ich wieder zum Kopfmachen jetzt. Ja, Tabak halt wie immer, ne? Bisschen auseinander machen. Ich habe wieder hier mein improvisiertes Spatelteilchen. Wie im letzten Video, bloß dieses Mal werde ich nicht den Fehler machen und damit Löcher machen. Warum? Dazu komme ich gleich nochmal. Dann werde ich auch nochmal mein anderes Video ansprechen. Mein anderes Review mit dem Minzetabak, was ja ein bisschen schief gelaufen ist, wie ihr sicher alle gesehen habt. Ja, ich mache jetzt auch mal ein bisschen schneller als sonst und erkläre jetzt mal nicht ganz genau, wie was funktioniert. Das spreche ich ja oft genug in den anderen Videos an. Ich habe mal vom anderen Kopf die Alufolie aufgehoben, damit ihr sehen könnt, wie ich beim Minzetabakkopf die Löcher gemacht habe. Dazu habe ich halt das vordere Stück des Spatels genommen und wie ihr es im anderen Video gesehen habt, im Minzetabak-Review ist es halt nicht so ganz so gut gelaufen. Deswegen, so solltet ihr es nicht machen. So sind viel zu viele Löcher da und die Shisha zieht viel zu leicht. Also würde ich euch davon dringend abraten. Da ich jetzt meinen Schaschlik-Spieß wiedergefunden habe, werde ich jetzt euch nochmal genau sagen, wie man richtig Löcher macht, damit der Kopf wieder perfekt wird. Also ganz normal, wie immer, Lochringung. Kreise, die nach innen hin kleiner werden. Die Standardart und Weise, wie man Löcher in den Kopf reinmacht. So kann eigentlich nie was schief gehen, so wie ihr in den anderen Reviews gesehen habt. So sollte das Ganze dann aussehen. Das ist am einfachsten, muss kein Kunstwerk sein. Den Alufolie-Ring drüber und das Ganze nochmal. Was ich zu dem Tabak jetzt schon sagen kann, den Doppelapfeltabak, der riecht unheimlich stark. Also der Tabak steht gute 30 cm neben mir und der Geruch ist einfach sehr extrem. Also mir kommt es gerade so vor, als ob ich in einer Shisha-Bar wäre. Genau so ein Geruch. Also ist auf jeden Fall schon mal ein positives Zeichen. Bin schon sehr gespannt, wie der Tabak schmecken wird. Ich würde sagen, ich bin jetzt fertig mit dem Kopf. Und werde den Kopf jetzt anrauchen und genau
berichten, wie der Tabak schmeckt und ob er wirklich so lecker ist, wie er riecht. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich würde sagen, ich fange jetzt mal an, den Kopf anzurauchen und dann werde ich euch detailliert informieren, wie der Doppelapfeltabak von Also dann schmeckt. Was man sofort merkt, ist, dass im Gegensatz zum anderen Video mit dem Minzetabak, dass, wie gesagt, durch die besseren Löcher der Tabak wesentlich schneller angeraucht wird. So, der Kopf ist noch nicht ganz angeraucht, aber man schmeckt schon einen sehr, sehr leckeren und sehr, sehr intensiven Apfelgeschmack. Ich muss den Tabak echt loben. Also der Tabak kann durchaus mit dem Alfacher Doppelapfel mithalten und ich würde sogar sagen, dass er ein bisschen besser als der Alfacher Doppelapfel ist. Also mein Respekt, hätte ich bei dem Apfeltabak jetzt spontan nicht so gedacht, auch wenn er wirklich gut gerochen hat. Aber der Tabak kann wirklich durchaus mit den anderen Top-Sorten mithalten. Dennoch muss ich sagen, dass die Rauchentwicklung nicht ganz so stark ist wie bei den anderen Sorten, wie zum Beispiel bei der Traube oder Wassermelone Minze. Da war die Rauchentwicklung ein bisschen stärker, aber ich meine, das ist auch nicht so schlimm. Kann ja auch noch kommen, ich werde den Kopf noch ein bisschen weiter anziehen, danach wieder ein paar Ringe machen. Okay, es scheint so, als ob ich mich korrigieren müsste. Der Kopf scheint auch nicht ganz angezogen gewesen zu sein. Kann auch daran liegen, dass mein Fenster halb offen ist und dass es relativ kalt in meinem Zimmer ist. Und ich muss sagen, der Tabak ist wirklich sehr, sehr lecker, sehr, sehr fruchtig. Leicht süßliches Aroma. Ja, also durchaus ein sehr empfehlenswerter Tabak. Den solltet ihr auf jeden Fall auch mal testen. Jetzt werde ich ein paar Ringe machen, um zu gucken, wie gut der Rauch für Ringe geeignet ist. Ja, leichter Zug in meinem Zimmer, aber der Rauch ist mittlerweile schneeweiß und optimal im Ringe zu machen. Ich wurde mehrmals angeschrieben, auch in ein paar Kommentaren wurde gesagt, dass ich mal ein Tutorial machen soll, wie man Ringe macht. Aber da musste ich leider passen, weil es einfach eine Sache, die man üben muss. Üben, üben, üben. Gut Ringe zu machen, eigentlich muss man nur einen Fischmund machen. Ich zeige es jetzt mal ohne Rauch, sieht ein bisschen lächerlich aus. Aber das ganze Geheimnis ist einfach dabei, der Fischmund. So sollte das Ganze dann ungefähr aussehen. Und umso schneller man diese Bewegung machen kann, das ist natürlich alles Übungssache, umso schneller und besser kann man auch Ringe machen. Also
Ich rauche schon ziemlich lange Shisha, deswegen kann ich das mittlerweile ziemlich gut. Und ich überlege es mir mal oder versuche mal, ein Tutorial dafür zu machen. Aber ich denke mal, ich werde es nicht schaffen, weil es einfach eine Art der Mundbewegung ist, wofür die man einfach nicht sauber erklären kann, sage ich jetzt mal. Auch hier ist der Tabak wieder so, dass er kein bisschen kratzt. Also man kann lange ziehen, stark ziehen, ist alles top in Ordnung. Also, das war's jetzt wieder von mir. Ich denke mal, die nächste Woche oder so, nächstes Wochenende vielleicht, mache ich ein neues Review. Mal gucken, wenn euch mein Tutorial-Review gefallen hat, dann könnt ihr mich ja gerne liken oder mich abonnieren, einen Kommi schreiben und natürlich freue ich mich wieder über positive Kritik. Könnt mir auch einfach eine Nachricht senden. Also würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.